Klassiker. Hi, ich bin Leo und ich bin heute unterwegs für Reisereporter in Berlin und nehme euch mit auf eine kulinarische Reise durch die Hauptstadt. Und starten tun wir hier im schönen Schillerkiez in Neukölln in der Nummer 58 Speiserei, wo ich jetzt mein Frühstück zu mir nehmen werde. So, mein Frühstück ist jetzt da. Ich habe ein English Breakfast bestellt, aber mit einem Twist, weil es ist nämlich glutenfrei und vegan und besteht aus glutenfreiem Brot, ein bisschen Avocado gegrillten, Tomaten gegrillten Pilzen, Bohnen und Scrambled Tofu. Das ist quasi das vegane Äquivalent zu Rührei. Ja, der Grund, warum ich so gerne hier zum Frühstücken herkomme, ist, dass hier alles in Bio-Qualität ist und lokale Produkte verwendet werden. Und außerdem kann man alles glutenfrei und vegan bekommen. Und das ist nämlich die Ernährungsweise, die ich verfolge. Aber keine Angst, heute auf der Tour durch Berlin gehen wir natürlich auch zu Locations, in denen man ganz normal essen kann. So, ich bin nach diesem tollen Frühstück auf jeden Fall gestärkt für den Tag und wir fahren jetzt von Neukölln weiter nach Kreuzberg in den Bergmann-Kiez, weil da gibt es kulinarisch einiges zu entdecken. Kommt mit! Was ist eine typische Berliner Spezialität? Genau, die Currywurst. Da ich ja aber vegan bin, muss ich mir einen Currywurststand suchen, an dem es eine vegane Currywurst gibt. Hier in der Bergmannstraße gibt es die und die bestelle ich jetzt mal. Wenn es um kulinarische Highlights in Berlin geht, dann muss man auf jeden Fall die alten Markthallen erwähnen. Denn da gibt es meistens super cooles Streetfood und ganz viel zu entdecken. Und wir sind hier in der Mar-Heinecke-Markthalle im Bertmann-Kiez und gehen jetzt mal rein. Mit das Tollste an Berlin ist, dass es so eine wahnsinnig multikulturelle Stadt ist. Und kulinarisch ist das auf jeden Fall ein Vorteil, denn du kannst hier alles essen. Und gerade in so einer Markthalle hast du Türkisch, neben Italienisch, neben Asiatisch, neben Indisch, neben deutscher Küche. Und du kannst quasi innerhalb von einer Stunde eine komplette kulinarische Weltreise machen. Es gibt Menschen, die haben Lebensmittelallergien oder ernähren sich freiwillig zum Beispiel vegan oder so wie ich, vegan und glutenfrei. Und dafür ist Berlin ein wunderbarer Ort, denn hier findet man alles. Zum Beispiel in der Nostitzstraße in Kreuzberg, dieses Café, in dem man komplett glutenfrei und vegan essen kann. Und ich werde jetzt hier mein Mittagessen zu mir nehmen. Auch ein sehr, sehr guter Grund, hierher zu kommen, ist der Kuchen. Es gibt nämlich eine glutenfreie Ecke und eine glutenfreie und vegane Ecke. Und das ist für mich einfach wie im Himmel. Und heute gibt es Mohnkirschkuchen. Lecker! So, für mich gibt es zum Mittag heute ein glutenfreies, veganes Panini mit Grillgemüse. Guten Appetit. Für mich selber. Oh Gott, das ist so heiß. Ich kann ja nicht viel, aber essen kann ich.
So, nachdem wir jetzt hier in Kreuzberg echte Berliner, vegane Currywurst und glutenfreien Kuchen schnabuliert haben, geht es für uns weiter nach Mitte, damit wir auch noch mal ein bisschen gesunden Saft zwischendurch kriegen. Abgesehen von Döner und Currywurst achten die Berliner ja eigentlich sehr stark auf gesunde Ernährung. Und in diesem Café gibt es zum Beispiel ganz tolle frisch gepresste Säfte. Mein Liebster ist mit Himbeere, Apfel und Ingwer und den trinke ich jetzt. Wir sind jetzt hier auf unserer letzten kulinarischen Station des Tages und zwar zum Dinner in der Böttgerstraße in Berlin-Wedding. Dieses schicke Restaurant glänzt nicht nur mit regionaler, saisonaler und etwas experimenteller Küche, sondern auch mit einem typischen Berliner Style. So, das war unsere kulinarische Reise durch Berlin. Ich lasse es mir jetzt hier schmecken. Es sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Ich sage bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Und bis dahin, cheers!